ne? Heute gedacht, er will nicht. Ich habe den Stern nicht gesehen. Welchen Stern? Den du gefangen hast. Mit deinem Namen drauf. Sicher? Okay. Gut, da stand kein Name drauf. Gut, wir wollen ja aber nicht so sein. Könnten da ja sonst noch Missverständnisse auftauchen. Ende. Mal die Dinger verhökern. Alter, 35 Goldstücke. Leg mich fett, Marie. War hier irgendwie was Wertvolles von ihm? Nö. Ey, kein Wunder, dass du bergab gehst. Hast du ja noch nicht mal vernünftigen Schnaps. So, Karl, Hugo, Egon, wie auch immer. Was hast du hier außer... Stoffe nehme ich mit. Kannst mir ja leisten, ja, gerade so. Gerade so. Noch ein bisschen mehr und puh. Geh bankrott. Spätestens, dass meine Frau da ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Blicke, Leute, diese Blicke, sie sind umwerfend. Weil ich sitze, falle ich nicht um. So, gucken wir noch mal kurz nebenbei, was die eigentlich daneben anbrauchen. Muss ich auch irgendwann mal anfangen. Seelendankbarkeit. 0 von 0. Oh Mann, Seelen können mir danken. Das ist einfacher Beschlag. Pipifax. Moment. Hätte diese Sprechblase ja mal kurz quatschen. Was ist los? Warum gehst du nicht rein? Bin ich plötzlich schwach geworden oder ist da etwas mit der Luke nicht in Ordnung? Versuch du doch mal. Sie bewegt sich kaum, ist wohl eingerostet. Was wollen wir jetzt tun? Müssen wir sie aufbrechen? Öl? Vielleicht können wir die Luke schmieren. Das würde bestimmt helfen. Klingt nach einem guten Plan. Also gut, du holst etwas Öl und ich bewache die Luke. Ich habe dir schon gesagt, dass nie jemand hier hinkommt. Also, ich bin doch auch vorhin auch hier hingekommen, oder? Vielleicht kommt ja noch jemand. Geh jetzt und pass und mach dir keine Sorgen. Ich passe gut auf. Oh, warte mal. Öl muss ich holen, ist klar. Hier nochmal kurz gucken. Jetzt hätte ich das andere Holz gemacht, eventuell. Leiche kommt. Was für ein Lieferservice. Hydra, trulala. Steht in der Garage. Okay, ist gut zu wissen. Steht es gut. Lass es stehen, falls wir mal was für brauchen. Ja, wäre nicht verkehrt. Wobei, wenn ich mir vorstelle, in der Reinigung, was wir da alles gemacht haben, damit es aufhört zu quietschen, ey. Reinigungsmittel draufgekippt. Hat nicht gequietscht. Hat ausgereicht. Ja, ja, es funktioniert. Aber hält nur nicht lange. Das ist halt so das Problem. Nur die normalen Scharniere habe ich nicht. Das weiß ich. Gut. So. Jetzt muss ich gucken, wo das blöde Öl ist. Da ist sogar noch Öl. Oh, ich bin gut. Manches Mal muss man doch erfinderisch sein.
Aber wie gut, dass ich in dem Job nicht mehr arbeite. So. Dann reparieren wir mal. Die Seelendankbarkeit oder so. Perfekt. Schauen wir uns das mal an. Aha, ja, ich hab's. Das ist ein Gerät, um Seelen zu extrahieren. Hier kommt eine Leiche hin und dann dreht es sich und zieht irgendwie die Seele heraus. Faszinierend. Wie kommt man nur auf so eine Idee? Na du, was ist das für ein Lärm? Schau mal, der Wärter hat den Seelenextraktor repariert. Oh, um genau zu sein, verlässt die Seele den Körper durch die zentrifugale Kraft durch die Zellen des Körpers und dann in einen speziell dafür entworfenen Behälter. Alter Falter, der das Material in einer homogenisierten Substanz sammelt. Alter! Ja genau, das meinte ich auch. Angeber. Vielen Dank, Lächler. Jetzt verstehen wir das besser. Finde ich ja gar nicht mal verkehrt. Dann kann ich die Leichen dafür benutzen. Kann ich die eigentlich noch aufheben? Wieder? Hier? Glaube nicht, ne? Nee. Okay. Räuchte, räuchte, räuchte. Jetzt kann ich Seelen ausmelken. Wie geil. Geht jetzt nicht so. Er wird einem da nicht schlecht. Merkst du doch nicht mehr. So, reden. Hier ist das. Oh, der will das in den Flaschen haben, diese Lappen. Dings ist doch schon wieder weg. Die Dodo. Ballaballa. Ding Dong. Tuff Tuff. Wie auch immer heißt. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Ding Dong. So. Ja, den Aufwand habe ich keine Lust, ganz ehrlich zu machen. Da gehe ich lieber hin und gebe ihm Geld. Dann kann er sich davon Kuchen kaufen. Chakalaka laka. Chakalaka mit den Eiern. Na, ihr Säufer? Alter, 4 Gold, ey. Oh, Rotwein, die sind so am Rotwein schlürfen, ne? Voll die Kenner. Und ein Bier. Mann, 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 Mann. Heuriger. Ey, Digos, Digos, genau, Digos heißt er. Digo. Hier, Digo. Ding Dong, Bing Bong, handeln. Für den das jetzt zu schnell war. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Aber ganz gehörig, warte mal. Halt, stopp! Ich muss hier noch zur Schlange. Es ist heute Schlangentag. Weg die Hühnchen. So, wegen dem Rattenrennen. Aufgabe beendet. Schlange, ein Rattenrennen wurde organisiert. Was hältst du davon? Ich weiß, meine Kultisten haben bereits ihr ganzes Geld verwertet, die Trottel. Hier ist dein Amulett. Du siehst krank aus. Was ist passiert? Die Rennratten des Leuchtturmwärters haben mich während des Einbruchs gebissen. Autsch, das tut weh. Vielleicht kann ich dir helfen. Du brauchst vermutlich eine Spritze. Eine Spritze? Willst du mich einschläfern wie ein Hund? Nimm das verdammte Amulett und verschwinde, solange du noch kannst. Ja, auch mal Zeit hier. So, jetzt habe ich dieses Amulett. Das heißt, wir können jetzt Video gucken, ne? Ja. Nein, jetzt gehen wir erstmal runter und ölen. Film gucken können wir danach. Was? Wo gehst du alleine rein? In die Teetassen. Okay. Okay. Wieso kotzt man dann im Kreise? Ihr dreht mir zu langsam. Ah ja. Hier ist das Öl. Bist du sicher, dass du damit die Luke schmieren kannst? Riecht irgendwie komisch.
Ja klar, ist doch ganz normales Öl. Nein, ganz sicher nicht. Erinnert mich an irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Siehst du, das Öl hat geholfen und die Luke lässt sich jetzt öffnen. Dann schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Hoffentlich wird er gefressen. Hi. Oh, Zorn der Älteren. Was für ein Frell. Sieht so aus, als hätte ein besoffener Riese hier eine wilde Party gefeiert. Was sollen wir tun? Ja, Niki hat hier gefeiert. Das ist schon in Ordnung. Wir können die ganzen kaputten Möbel auseinanderbrechen und sie mit neuen Sachen ersetzen. Oh nein. Du würdest mir wirklich helfen, mich hier niederzulassen? Nein. Wenn es eine kleine Belohnung gäbe, würde es mir noch leichter fallen. Ich habe nicht viel, aber abgemacht. Aha. Hey, Eurik, weißt du, was das hier ist? Das scheint mir irgendein uraltes Kunstwerk zu sein. Darüber steht etwas in einer Notiz. Ja, genau, hier. Es wurde hinter der Kirche ausgegraben und wurde aus mehreren Stücken zusammengesetzt. Deswegen sieht es so scheiße aus. Interessant. Sieht aus wie ein Buntglasfenster. Wäre schön, wenn wir das in die Kirche einbauen können. Es ist sehr hübsch. Klar, schön, dass es dir gefällt. Aber machen wir doch mein Zimmer zuerst fertig, dann kümmern wir uns um das Fenster, ja? Dafür brauche ich das. Das. Ich mag den Typen nicht. Ich mag den Typen sowas von nicht. Na, jetzt gehen wir für den Kuh. Habe ich natürlich die Fessel nicht mitgenommen, ich Idiot. Egal. Oh Mann. Zieh das mal rein. Die haben hier richtig böse weggesoffen. Alter. Alter, Falter. Ich habe gehört, du hast ein Rattenrennen organisiert. Wie toll. Vielleicht inspiriert es ja die Kultisten, mehr Inquisitoren zu ertrinken. Hohe Priesterin, bitte seid nicht sauer, aber das Dorf wurde zerstört, die eine Hälfte von uns wurde gefangen genommen, die andere Hälfte wurde umgebracht. Das wissen wir schon, mein Freund. Geh jetzt, ruhe dich aus und kümmere dich um deine Familie. Was? Schnapp dir dein Schwert und kämpfe. Wir müssen uns rächen, Bella. Liebste Clodo, was soll das denn bitte schön bringen? Schau. Papi ist schwer verletzt. Bitte irgendjemand, Hilfe. Oh, Leiche ist angekommen. Toll. Oradrink, ha. Was für eine schöne Überraschung. Aber bevor ich dir die Augen rauskratze und die Zunge abschneide, erklär mir, warum hast du das getan? Wegen Kette, ich liebe sie, aber der uralte Gott hat verboten. Was? Das alles nur der Liebe wegen? Unglaublich. Wie dem auch sei, es ist alles vergebens, Horadrik. Kette wurde gefangen genommen und soll hingerichtet werden. Kümmert euch um meinen Vater. Oh Mann, beweist ihr Eier? Nigos, ich habe dir doch befohlen, ein paar goldene Äpfel vom Baum der Weisheit zu verstecken. Ich konnte 3 Stück verstecken und habe die anderen beiden gegessen. Toto, er verblutet gerade. Ja, Bella, es wäre höchst unvorteilhaft, wenn der weise Digos plötzlich sterben würde. Du musst ein Ritual für uns entwickeln, Apfelfresser. Ein Ritual, das alle unsere Feinde auf einmal tötet. Verfasse das Necronomicon. Yay, HP Lovecraft lässt grüßen. Dann heilen wir dich. Eine interessante Wendung. Übrigens hast du deine Geschichte nie zu Ende gebracht. Welche Geschichte? Ah, die mit dem Portal. Nun, wir haben 5 Jahre lang nach dem Schlüssel und ihren Trägern gesucht. Habt ihr sie gefunden? Ich glaube schon, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja. Was bist du nur für ein Lappen da?
Also. An was kann er sich eigentlich überhaupt erinnern, dass er Durst hat? Das ist Alkoholiker, aber genau. So. Habe ich das jetzt schon wieder woanders hingepackt? Ach Mann. Wuttrank, ja, drinne. Hast recht. Der hat aber auch immer so einen weiten Weg, ne? Ich frage mich, wem diese Fesseln gehörten. Einem der unzähligen Opfer des neuen Glaubens? Oh, da liegen so viele Leichen. Du hast die Wachen in den obersten Stockwerk getötet, Horatrick. Beeindruckend. Leute, holt uns Bier für uns vier. Du wirst mir die Beine abschneiden müssen, Krezvold, sonst werde ich weitermarschieren. Du verstehst nicht. Glaubst du etwa, Joff und Lucius wüssten nicht, wer Degus gerettet hat? Wenn du jetzt noch Kette rettest, dann erklären sie dich zum Verräter und Ketzer. Mein Bruder, setzen wir uns bei einem Bier zusammen und reden wir darüber. Wie in alten Zeiten. Es wird nie wieder wie in alten Zeiten, Krezvold. Bruder, mein Bruder hätte mir geholfen, Kette zu retten. Jetzt kommt ein Speer geflogen. Kette? Oh, mein Vögelchen, Liebling, was haben sie dir angetan? Oh, Hori, bist du das? Es ist vorbei, meine Liebste, du bist frei. Hier, nimm meine Hand. Erinnerst du dich an mein Versprechen? Wir sind endlich zusammen, wir werden glücklich sein. Hori, wir? Glücklich? Glücklich? Ja, ja, ich weiß, alles ist ganz furchtbar und es ist meine Schuld, aber am Ende zählt doch nur unsere Liebe. Hori, Liebster, schau dich um. Liebe? Die ganze Welt steht in Flammen. Sag mir, wie kann da noch Liebe existieren? Vergib mir, Liebster, aber ich kann nicht. Oh. Beweis da endlich mal Eier und dann sowas. Traurig, aber das ergibt Sinn. Konntest du dich an etwas Neues erinnern? Oh ja, der Wärter wollte vom Portal nach Hause gebracht werden. Und dann, bumm. Heiliger Saat, der Wärter ist tot und die anderen, sie sind alle tot. Vielleicht hat der Wärter seinen Wunsch nicht genau genug formuliert oder etwas anderes ist passiert. Danach hat mich der Mann mit den roten Augen gefunden und mitgenommen. Mehr weiß ich nicht. Unglaublich. Okay, weiter zum nächsten Artefakt. Eine uralte Spitzhacke und sie gehört Kukul. Hier steht außerhalb, dass wir die uralten Schlüssel zur Gefängniszelle brauchen. Und dass sie in Adams Haus sind, richtig? Nicht schlecht, du lernst schnell. Lass mich mal sehen, verdammt. Die Tinte ist zerlaufen. Die Maschine sagt Hexenhügel. Versuche dort zu graben. Oh. Aber man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Ey. Ist hier noch voll? Alter, ich bin echt extrem leer. Boah, noch 6 Gegenstände. Alter Falter. Ich hab gedacht, das wäre weniger. Naja. Denken sollte man den Erwachsenen überlassen. Ja, nicht in dem Spiel. Definitiv nicht. Da brauchen wir.
wir doch hier mal so ein bisschen tatkräftig unter die Schulterhoppen. So. Bisschen Wasser holen. Muss ein bisschen aufgefüllt werden. Danach muss ich unbedingt mich um die Leiche kümmern, die wir unten haben. Da da di da di da 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 da. Di da di da di da 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 da. So, dann 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 dann. Wir nehmen die Abkürzung oben rum.